Das ist Schützi TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it. Schüsse, Wiese, Schüsse, Wiese, hey! Hey! Schüsse, Wiese, Schüsse, Wiese, hey! Schüsse, Wiese, Schüsse, Wiese, hey! Spitzenspiel in Thun gestern Abend vor gut 2.500 Zuschauern. Darunter auch einige Winti-Fans. Angereist mit zwei Reisegaren. Das hat es seit mehr als 10 Jahren nicht mehr gegeben. Das ist grossartig. Wir haben die Unterstützung von Anfang an gespürt. Wir haben gewusst, dass es ein schwieriges Spiel wird. Aber sie haben uns gepusht und ich bin froh, dass wir ihnen mit dem Sieg etwas zurückgeben können, für das, dass sie extra hier angekommen sind. Sincèrement, ça fait plaisir de voir les fans nous encourager à Winterthur, à Thun, à Saint-Max, partout. Ça fait plaisir. On est heureux de les voir partout. Es war kein hochklassiges, aber ein sehr intensives Spiel. In der ersten Halbzeit hat Thun deutlich mehr vom Spiel gehabt. Vor allem, weil der FCW seine Konter nicht präzise fertig gespielt hat. Allerdings, bis auf den Lattenschuss haben sich Thuner auch keine Chancen erspielt. Ein bisschen Glück gehabt, Lattenschuss, und sie sind ein bisschen besser gewesen am Anfang. Absolut, ja. Wir haben gewusst, dass kein einfaches Spiel wird hier, vor allem auf der Kunststraße. Ist sehr schnell, ist nass gewesen. Das sind wir uns nicht ganz gewöhnt, aber wir sind einfach froh um die 3 Punkte. Vor 5 Jahren hat der Roman noch für Thun gespielt. Gestern haben die Berner Oberländer keine Freude an ihm gehabt. Es hat ein paar Animositäten gehabt gegen dich. Hat das mit deiner Zeit zu tun oder bist du einfach zu gut? Das hast jetzt du gesagt. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich weiß es auch nicht. Ich probiere mich eigentlich immer korrekt zu verhalten. Ich glaube, das habe ich auch gemacht in der Vergangenheit. Darum, ich probiere das so gut wie es geht auszublenden. Und das gehört auch irgendwo durch dazu. Irgendwo durch ist auch ein Kompliment. In der zweiten Halbzeit haben die Winterthurer deutlich aufgedreht. Schon nach 2 Minuten hat der ehemalige Winterthurer Schüppach den Iftali im 16er ungeschickt attackiert. Es hat einen Penalty gegeben. Das ist sein Job. Mittlerweile hat er bereits 15 Penalties hintereinander versenkt. Wahrscheinlich Schweizer Rekord. Immer mehr Penalty ist fast schon langweilig. Wie überleist er zusammen, wo dann ein Schuss ist? Nein, langweilig ist sicher nicht. Ich bin froh, dass er ihn gemacht hat, wie auch die letzten Mal. Ich fühle mich gut beim Penalty-Schießen und ich habe gewusst, wo ich anschießen will. Es gibt Tage, wo ich spontan entscheide, aber heute habe ich gewusst, wo ich ansetze. Nach einer Stunde einen schönen Angriff über den ganzen Bein. Seine Flanke kommt zum Ramisi. 2:0. Dem sagt man Effizienz. Und Schützi TV einmal mehr mittendrin. Aufgefallen ist mir gestern noch der Suleiman Diaby. Der Linksverteidiger von der Elfenbeinküste hat defensiv wie offensiv überzeugt. Für Insider, mit dem Schiedsrichter Fähndrich wäre Schalke 2001 deutscher Meister geworden. Wie diese Szene beweist. C'est le meilleur match depuis que je suis à Winterthur. C'est mon 4e match. Je prends chaque match après match après match. Je pense que avec les autres matchs, ça va venir encore plus. Bei einem Konto ist Roman Buess einmal mehr hart angegangen worden. Ja, er ist zu spät gekommen, trifft mich voll mit der Sohle am Knöchel. Das ist eine klare Gelbrote für mich. Das hat auch der Schiri so gesehen und der Nicolas Sutter hat dürfen gut duschen. Das hat Thun den Rest gegeben. Der Sieg von Winti ist nicht mehr in Gefahr gekommen. Schlussendlich sind wir einfach froh um die 3 Punkte. Ich glaube auch, vor allem in der zweiten Hälfte war es ein guter Auftritt. Am Anfang haben wir geduldig sein, aber in der zweiten Hälfte haben wir uns belohnt. Je me sens très bien, très très bien, sans mentir. Il y a de bons gens, le directeur sportif, les entraîneurs, tout le monde est bien accueillant.
Sincèrement, je suis très heureux d'être à Winterthur. Eindeutig, man sieht, dass er glücklich in Winterthur ist.